Ja, einen wunderschönen. Mein Name ist Uwe, ich bin das dritte Mal hier und darf euch heute was erzählen über Konsens mit Trollen. Geht das überhaupt? Eine große Freude, ich freue mich auch sehr über dieses schöne Hemd hier. Ich habe 6 MRMCD Riesenkaffeebecher gekriegt, also alles mal wieder wunderschön hier. Genau, zur Frage, Konsens mit Trollen, geht das? Habe ich eine klare Antwort mitgebracht? Nein, geht nicht. Und damit ist der Vortrag auch schon zu Ende. Nee, ernsthaft. Ich bin ja viel unterwegs, so in allen möglichen Veranstaltungen und oft auch in Hackerspaces. Und was ich so häufig vorfinde, ist halt irgendwie so eine Struktur aus einem e.V. mit Vorstand und allem Möglichen, was man halt so braucht. Und dazu noch eine Mailingliste, wo es knallt. Und irgendwie so ein gegenseitiges, naja, wir brauchen halt irgendwie den Verein als Rahmen, sonst sind wir nicht handlungsfähig, und aber die Mailingliste als Kanal, und irgendwie denkt man so, wir können irgendwie nicht anders. Und das war so ein bisschen auch so als Randnotiz, was ich so von hier rausgehört habe. Völlig unbekannt. Und ich glaube, dass man das doch noch anders machen kann. Deswegen habe ich hier sportliche Thesen an die Wand geworfen. Und ich habe so ein bisschen Geschichten mitgebracht, warum ich das glaube. Und zwar, weil ich schon seit über 13 Jahren Premium mache. Das ist so ein Getränkehersteller. Wer von euch hat schon mal einen Vortrag von mir gehört? Die meisten, das dachte ich mir. Dann mache ich den nächsten Teil nämlich ziemlich kurz. Das ist das Hauptprodukt, was es meistens hier auch gibt, nur nicht heute. Und das Ganze entstand in der Badewanne, weil ich sauer war, dass ich nicht gefragt wurde von Africola damals, dass die irgendwie das Rezept geändert haben. Und wenn sie gefragt hätten und wir hätten darüber geredet, hätte ich mich nicht aufgeregt. Aber die haben nicht gefragt, keinen Konsens versucht, mich nicht respektiert als Konsumenten. Also war ich sauer und habe daraus irgendwie ein eigenes Getränkeunternehmen gemacht. Und von Anfang an habe ich nach diesem Prinzip mit allen Leuten gemeinsam Entscheidungen getroffen. Das heißt, wir haben uns irgendwie geeinigt am Anfang, was wir wollen, nämlich eine gemeinsame Augenhöhe, gemeinsame Entscheidungen mit allen. Dann haben wir jeden da eingeladen zu diesen Entscheidungsrunden, der irgendwie eine Rolle spielte. Gastronom, Spediteur, Endkunde, ganz egal. Und haben keinen Filter eingebaut. Das heißt, jeder Beteiligte kann jedes Thema aufwerfen. Jeder kann auch zu jedem Thema was sagen, ob er davon Ahnung hat oder nicht. Und dann haben wir so lange geredet, bis irgendwie alles gesagt war und ein Mensch macht dann einen Beschlussvorschlag draus. Meistens mache ich das, aber auch nicht immer. Und dann können die Leute, die da mitmachen, diese 4+1 Haltungen dazu annehmen. Und die 5. Haltung ist ein bisschen in Klammern, weil das wäre halt das Veto. Die Entscheidung kann nicht getroffen werden, es ist kein Konsens hergestellt. Und diese Macht ist groß, die hat auch jeder Endkunde. Aber die haben wir so einmal im Jahr ungefähr, dass wir wirklich in ein hartes Veto laufen. Das heißt, irgendwie ist es doch eine weiche Form, mit der man arbeiten kann. Und ich sehe so ein paar skeptische Blicke, auch von Leuten, die mich schon ein bisschen kennen. Ist das nicht wahnsinnig nervig? Ja, ist es, aber nur zu Anfang. Wenn man einmal sozusagen sich die Zeit nimmt, wirklich alle Leute mit einzubauen, die man da einbauen kann, dann ist das schon am Anfang mehr Stress. Und dann wird das aber irgendwann so wesentlich angenehmer, wesentlich geschmeidiger. Und um das zu promoten, bin ich unter anderem heute hier. Um euch so einen Eindruck zu geben, das ist mein ganz normales Mailprogramm. Da ist der Premium-Diskussionsordner aufgemacht. Da sind 18.578 Mails drin. Das klingt ein bisschen viel, aber das sind im Schnitt so 4 am Tag. Das ist also völlig geschmeidig. Und wir haben so um die 100 Leute in diesem Mailing, in der Mailingliste. Und in Mailinglisten geht es ja manchmal hoch her. Was meint ihr so bei 100 Leuten über 13 Jahre? Wie oft mussten wir jemand rauswerfen? Eine Idee? Jedes Jahr ein. Jedes Jahr ein? Okay, was meint ihr, wie oft mussten wir damit drohen? Einmal. Einmal? Okay. Das ist wesentlich weniger. Wir haben noch nie jemand rauswerfen müssen. Und wir haben nur ein einziges Mal mit Moderation drohen müssen. Aber wir mussten es dann noch nicht mal umsetzen. Das heißt, irgendwie eine Mailingliste aus 100 Leuten, die sich überwiegend gar nicht kennen, die zum Teil auch widerstrebende Interessen haben und die trotzdem irgendwie über 13 Jahre lang funktioniert. Warum? Ich glaube, das liegt daran, dass wir ein paar Sachen anders gemacht haben. Und vielleicht könnt ihr ein paar Sachen davon gebrauchen. Deswegen erzähle ich mal so einfach weiter. Was wir gemacht haben, ist zum Beispiel so eine Entscheidung, die man auf diese Weise trifft, nicht mit einer Laufzeit zu versehen, sondern als vorübergehend, als vorläufig zu betrachten. Das heißt, normale Wirtschaft ist natürlich so, dass man dann irgendwie was vereinbart und das aufschreibt und das wird dann auf 1 Jahr oder 5 Jahre irgendwie festgelegt. Und es hat das Problem, dass unterwegs sich natürlich irgendwas ändern kann. Irgendjemand hat eine neue Situation oder man hat eine neue Idee oder irgendwas stellt sich ja doch als doof heraus. Und normale Wirtschaft ist dann so, dass man eben nicht entscheiden kann oder neu diskutieren kann jederzeit, sondern dass es eine Laufzeit gibt, unterschrieben, festgelegt, geht nicht. Das haben wir anders gemacht und haben von vornherein gesagt, wir machen zwar Vereinbarungen, aber keine schriftlichen Verträge. Das heißt, es kann jeder, jederzeit jedes Thema neu rausholen.
Und das klingt wiederum anstrengend wahrscheinlich. Aber das Ergebnis ist eher, dass wir Entscheidungen haben, die seit 13 Jahren stabil sind, weil einfach niemand sie nochmal rausgeholt hat. Und andere Entscheidungen, die einmal im Jahr neu angeguckt werden müssen, wie die Kalkulation zum Beispiel, die kann man dann halt einmal im Jahr neu rausholen oder alle halbe Jahr oder noch öfter, wenn es denn nötig ist. Und das schafft so eine Art ganz andere, sage ich mal, Diskussionskultur, dass man jetzt nicht zum Zeitpunkt des ersten Gesprächs alles reinlegen muss, weil man ja über die nächsten paar Jahre nicht mehr reagieren kann, sondern man kann erstmal so eine vorläufige Entscheidung laufen lassen, weil man weiß, okay, wenn es irgendwie nicht mehr gefällt, dann kann ich es nochmal rausholen zum Beispiel. Und der zweite Punkt, der da passiert ist, dass diese Grundhaltung, so Augenhöhe habe ich schon mal gesagt, so sanft auf die Leutchen übertragen wird, weil ja alle wissen, dass der andere auch keinen Vertrag hat. Mit wie vielen Leuten kann man das machen? Zu Anfang waren wir so 10, 12 Leutchen jeden Sonntagabend in so einem Club. Dann kamen neue Städte dazu und irgendwann waren wir dann so einige 10.000 Endkunden, weil wir letztes Jahr 1 Million Flaschen bewegt haben. Also Flaschenmillionär bin ich schon, Euromillionär werde ich nicht mehr dieses Leben. Dann haben wir so 1.650 gewerbliche Partner, die auch alle da mitreden können. 674 Verkaufsstellen, 6 Leute im Orga-Team, könnte man sagen, so eine Art Kernteam. Und mich als zentralen Moderator von dem Ganzen. Und alle diese 10.000 Endkunden, 1.650 gewerbliche Partner und so weiter, alle die könnten mitreden. Und weil das eben virtuell ist, ist es eine Mailingliste über 200 Städte verteilt und das funktioniert, obwohl wir da doch irgendwie sehr unterschiedliche Interessen haben und auch den einen oder anderen Troll darunter über die Jahre. Okay, das macht was mit dem Unternehmen natürlich, wenn man so arbeitet. Es dreht nämlich den Zweck von Gewinnerzielung und irgendwie Verkaufen auf sowas. Schöne Folie, ich weiß. Das ist so unser Netzwerk an Partnern, könnte man sagen. Oder man könnte auch sagen, so ein Mobile, wo alles miteinander irgendwie zusammenhängt. Und wenn der eine was macht, dann ändert sich woanders was. Und der Zweck des Ganzen ist jetzt, wenn wir mit all denen Konsens haben wollen, den zu erreichen, also die alle einzuladen, so lange zu reden, bis alle einverstanden sind und einen Konsens zu kriegen. Und das kann man sogar auch beziffern. Ich mache das nämlich meistens und ich koste 3 Cent pro Flasche. Und man könnte jetzt mich einsparen, ne, und den freien Markt das irgendwie regeln lassen und dann wäre das Produkt günstiger. Aber es hat noch nie jemand vorgeschlagen in bald 13 Jahren. Ist also offensichtlich gewünscht, dass jemand sich das mal auf den Radar holt und das irgendwie besser moderiert, als normale Wirtschaft das macht. Okay. Dann ist natürlich die Frage, wem gehört das Ganze? Weil eigentlich, sage ich mal, die Bestimmungsmacht ist so der Kern des Eigentums, in Anführungsstrichen. Also das hier ist mein Rechner, also sage ich, was für ein Aufkleber hier drauf klebt und niemand sonst. Aber bei dem Premium-Projekt habe ich von Anfang an Konsensdemokratie versprochen. Das heißt, ich darf gar nicht mehr plötzlich irgendwie alleine Dinge entscheiden. Ich kann es zwar formal tun, aber dann rennen die Leute weg. Das heißt, ich habe irgendwie das Wesen des Eigentums aufgegeben. Und dadurch ist es zwar noch formal, meine Getränkemarke, sonst gibt es keine Ressourcen. Also Notebook und Telefon sind so die physischen Ressourcen, die das Unternehmen hat, aber das war's. Aber wenn ich jetzt irgendwie durchdrehe, meinen Anteil verdreifache auf 9 Cent, dann rennen die Leute weg. Das heißt, irgendwie ist es so eine Art Open-Source-System geworden. Ich nenne es Betriebssystem. Aufgeteilt in diese 3 Nachhaltigkeitsbereiche mit 2 Ergänzungen, Eigenschutz und freiwilligen Transfer. Offene CC-Lizenz kann man also frei benutzen. Und das funktioniert auch. Also es wird bisher nicht gegen uns verwendet. Und diese Bezeichnung Betriebssystem ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Schlüssel, der uns vielleicht verbindet. Also ich selber bin jetzt kein Hacker. Wenn ich mit meinem Pi im Schrank reden will, dann habe ich so eine TXT-Datei, wo ich meine Shell-Befehle rauskopiere, die ich dann an den Pi sende und so. Also da ist ein Tor-Brücke drauf und ein I2P-Router und YC läuft da drauf und so. Also ich beschäftige mich schon, aber ich bin jetzt mit Sicherheit kein Hacker. Aber ich habe da vielleicht eine ähnliche Herangehensweise an so ein System, weil für mich ist irgendwie eine Satzung, ein soziales Miteinander ist irgendwie so, kann man vergleichen mit einer Software. Die Software regelt auch, wie in einem Computer Dinge getan werden sollen und wer was in welcher Reihenfolge tut und wer welche Informationen bekommen muss und sowas. Das heißt, wenn man irgendwie die Satzung eines Vereins wie eine Software begreift, dann ist es vielleicht ein ähnlicher Zugang sozusagen. Und bei allen Systemen, die irgendwie eine gewisse Relevanz haben, möchte man vielleicht nicht nur eins davon haben, sondern 2, 3 nacheinander. Und wenn das erste ausfällt, dann möchte man vielleicht ein Fallback-System haben und man möchte irgendwie vielleicht auch, wenn was nicht funktioniert, nicht das gleich die ganze Software abschmiert, sondern erstmal nur ein Prozess und dann muss man den neu starten können und so. Also wenn man da so ähnlich rangeht, dann kriegt man gleich ein paar Schlüsselgedanken dazu. Und wenn dann irgendwas schief läuft, dann ist es erstmal ärgerlich. So, wenn was nicht funktioniert, hat man einen Bug drin, den will man dann fixen. Und dann kann das Ganze wieder weiterentwickelt werden. Und überhaupt, wenn irgendwas ausfällt, ist es eigentlich eine Chance, weil dann sieht man, okay, dauernd ist der Prozessor überlastet, wo kann das herkommen, welche Anwendung macht das und so. Und das ist alles so, sage ich mal, im Friedensbetrieb und Regelbetrieb. Und dann hat man aber auch noch das Problem, dass von außen Leute schießen. So wie so eine DDoS-Attacke oder so, von außen will jemand das Ganze angreifen.
Und ich glaube, dass so diese Herangehensweise ein guter Schlüssel ist, um Systeme, also soziale Miteinander, Satzungen für einen Hackerspace zum Beispiel. Das fällt euch dann wahrscheinlich auch irgendwie leicht, wenn ihr da so rangeht. Wenn man so einen Attacker hat, dann ist es erstmal natürlich ärgerlich, ne? Man wollte den nicht haben. Man hat vielleicht andere Sachen zu tun und irgendwie, es läuft eh gerade schlecht, das System, und schon schießt jemand von außen. Und man kann aber jetzt viele Dinge tun, um so ein System im Prinzip vorher zu härten, kann man es ausdrücken. Man kann aber auch viel tun, um so ein System vorher weich zu machen, bewusst weich zu machen, damit jemand, der das angreift, wenig Schaden anrichten kann. Und da haben wir relativ viel gemacht. Das erzähle ich einfach mal, vielleicht könnt ihr was davon gebrauchen. Wir haben erstmal überlegt, warum will man eigentlich alles mit allen besprechen, anstatt einen Geschäftsführer zu haben, der was entscheidet, oder einen Vorstand zu haben. Wer ist gerade Vorstand bei euch? Ja, okay. Ihr seid jetzt zwei Leute, ne? Ihr wisst nicht alles, könnt ihr auch gar nicht. Ihr habt auch mal einen schlechten Tag und es gelingt euch vielleicht nicht, von jedem Einzelnen immer den aktuellen Bedarf und so weiter zu erfragen und den dann so einzubauen, dass alle wirklich möglichst zufrieden sind. Vielleicht gelingt es euch gut, aber ihr seid halt nur einzelne Menschen. Das hat also Grenzen. Und wenn man das von Anfang an aber wirklich konzeptionell versucht, wirklich alles mit einzubauen, ist das Ergebnis, glaube ich, doch klüger, als wenn man Einzelne das entscheiden lässt. Es wird auch sozialer, weil eben mehr Bedarfe mit eingebaut sind, und dann hat man dadurch weniger Stresspotenzial, sodass die Entscheidungen stabiler sind, behaupte ich. Das ist der Grund, warum wir das hier zum Beispiel so machen. Allerdings nicht als Hauptsystem, also Konsensdemokratie ist quasi die Arbeitsebene, aber es gibt die Fallback-Lösung. Wenn also das nicht funktioniert, dann kann man andere Dinge tun, das erzähle ich noch. Die Art und Weise, wie wir das machen oder warum man das hinkriegt, glaube ich, ist, dass man irgendwie zwei Seiten braucht. Man braucht erstmal irgendwie zentrale Menschen, die nicht den Diktator spielen wollen. Wenn ihr das hier versucht, dann seid ihr auch bald abgesägt als Vorstände, aber im Unternehmen ist es ähnlich. Wenn ihr einen habt, der immer den Diktator markiert, dann habt ihr auf der anderen Seite auch Leute, die immer sozusagen dagegen halten. Das muss also irgendwie eine Ausgewogenheit sein. Hier die Zentrale, die nicht führen will, sondern moderieren. Und Leute, die das nicht als Führungsschwäche wahrnehmen, sondern als Miteinander, als offene Hand, als irgendwie so einen gemeinsamen Prozess. Dann hilft es, wenn man das schrittweise aufbaut, langsam macht. Also quasi erstmal die Fallback-Lösung, den Verein oder die offizielle Inhaberschaft hat als Grundlage und dann die neuen Dinge sozusagen bespricht, aufschreibt, niederlegt als Grundlage für die neuen, das nächste dazu bringt und so weiter. Und das idealerweise über Jahre, während die zentralen Leute die gleichen bleiben, weil man sich ja irgendwie auch kennenlernen muss, ne, und Vertrauen aufbauen muss und wissen muss, wie tickt der andere und wenn er so guckt, meint er das böse oder nicht und so. Also irgendwie so eine Augenhöhe über eine gewisse Laufzeit verteilt. Und der Rest ist eigentlich nur Handwerk. Also wir haben so 8+2 Moderationstechniken, die so das Gesamtklima irgendwie adressieren, und zwei Vorkehrungen für Krisenfälle, die dann greifen, wenn es mal knallt. Die 8+2 Techniken, die mache ich nur ganz, ganz kurz an die Wand. Es ist im Raum der Pirate Box, die stürzt ab und zu ab, aber da könnt ihr euch einloggen und euch eine wissenschaftliche Arbeit laden, die uns da untersucht hat. Das sind diese drei Grundlagen, also so einen Minimalkonsens schaffen, was wir eigentlich haben wollen, alle zum Konfliktlösen einladen und wirklich auch keine Untergruppen haben, die separat Dinge vorbereiten. Die nächsten fünf sind im Prinzip so Diskussionstechniken, also dass man seine Meinung von dem Fakt trennt und dass man sich zurücknimmt und die Meinung nicht fünfmal schickt in Versalien und auch sagt, was einem nicht gefällt und so Geschichten, und wenn es mal doch irgendwie brodelt, Witze draus macht, damit das irgendwie sich abschwächt und so. Und insgesamt so ein Klima der möglichst gewaltfreien Kommunikation, sage ich mal, schafft. Und das sind so für Friedenszeiten die Handwerksmethoden. Das ist eigentlich ganz alles banal, ne? Also könnt ihr euch laden. Ich hoffe, die Anwendung hält. Wenn nicht, starte ich sie neu. Okay, und dann gibt es so zwei Techniken für den Fall, dass es mal so kurz vor einer Krise ist. Die erzähle ich ganz kurz, weil sie bei uns sehr relevant sind. Und zwar ist es zum einen das offene Hände-Prinzip für Situationen, wo du keine Augenhöhe mehr hast, sondern wo doch ein Mensch seinen Vorteil nur durchboxen will. Und dann hast du irgendwie die Wahl, machst du das Gleiche und hast eine Streitsituation oder machst du doch irgendwie eine weiche Hand, versuchst es aufzufangen. Und das versuche ich mit Händlern zum Beispiel, die ganz hart auf ihren Spannen bestehen. Fahre ich hin, lege beide Hände auf den Tisch und sage, hey, wir haben hier ein Problem miteinander in der Region, was wir nicht verstehen, aber erklär doch erstmal, lass uns das irgendwie lösen und in einer weichen Form eine Einigung finden und lange reden. Und mit lange meine ich Monate. Und dieses lange Reden hat den Effekt, dass alle anderen sehen, auch in der Krise gibt es dann doch keinen Geschäftsführer, sondern es gibt einen extrem langen, unvernünftig langen, könnte man sagen, Lösungsraum. Und das zeigt allen anderen, aha, wenn ich ein Problem habe, wird sich auch um mich gekümmert werden, also gibt es wieder eine Vertrauensebene. Wenn dann irgendwann klar ist, der will nicht lösen, obwohl ich eine Hand hinlege, macht er immer noch so, dann heb ich eine Hand und sage, hey, wir haben jetzt eine Alternative vorbereitet, wir haben ja keinen Vertrag, wir könnten ohne dich arbeiten, aber die andere Hand ist noch da, wir wollen immer noch lösen. Und damit spätestens kriegt man sie fast alle. Also wir haben ganz, ganz wenige Fälle, die dann bis zum letzten kommen, wo ich dann beide Hände heben muss und sagen muss,
wir können miteinander nicht mehr arbeiten. Das geht nicht so, wie wir das hier haben. Und das gab es in bald 13, über 13 Jahren zweimal. Also offensichtlich eine Methode, mit der man die meisten Streitigkeiten doch friedlich aus der Welt schaffen kann. Und das zweite Prinzip dreht sich darum, wenn jemand auf einer Kultur der Augenhöhe, sage ich mal, andere beschimpft, das Vielfache an Geld verlangt, irgendwie sich rausnimmt, was zu klauen oder irgendwas, sich selbst also erhöht, könnte man sagen, dann habe ich drei Möglichkeiten zu reagieren. Ich kann mir das gefallen lassen, ich kann mich auch erhöhen oder ich kann den Geschäftsführer markieren. Das wäre eine fatale Botschaft an alle anderen. Das würde nämlich zeigen, du musst also auch in Friedenszeiten dem hier gefallen sozusagen, das macht keinen Spaß. Streiten führt auch nicht wirklich irgendwo hin, also habe ich es mir gefallen lassen. Und dadurch hat die andere Seite drei Möglichkeiten. Sie kann weitermachen und lernen, hier bewegt sich nichts, ich muss mich reduzieren, um auf die Argumentenebene zu kommen. Sie kann weitermachen und von anderen erinnert werden, sag mal, wie redest du hier, wir wollen irgendwie diese Augenhöhe haben. Oder sie kann völlig eskalieren. Manche Leute sind ja Idioten, so ein kleiner Prozentsatz an Leuten, die wollen nicht lösen, da kannst du machen, was du willst, sie geht nicht. Und dann eskalieren die immer weiter und dann kannst du sie rausschmeißen. Und das gab es auch in über 13 Jahren zweimal. Also das ist auch irgendwie eine gute Methode offensichtlich. Und das sind sozusagen die zweiten Vorkehrungen, die man braucht. Man muss sich vorbereiten für den Fall, dass die Konsensdemokratie nicht mehr funktioniert und dafür kleine Fallback-Lösungen haben. Die große sowieso, dass man immer noch die formale Struktur dahinter hat, aber eben auch kleine, was man dann macht, wenn es schiefgegangen ist. Das eine ist, wenn wir uns nicht einig werden und nicht produzieren können, sodass Menschen ihren Lebensunterhalt nicht verdienen können, weil keine Flaschen existieren, die sie liefern und verkaufen können, dann darf ich entscheiden, so eine Art Notstandsgesetz könnte man sagen. Das muss ich natürlich ganz, ganz, ganz selten anwenden, sonst habe ich gleich alle Leute gegen mich. Und das gab es in 13 Jahren zweimal. Einmal beim Kunstbild auf den Rückseiten der Flaschen und das zweite Mal bei einer Textzeile auf den Vorderseiten. Also alles andere, Strategie, Kalkulation und so weiter hat geklappt, aber man braucht diese Vorkehrung, um sich nicht selber zu lähmen. Und das muss man natürlich in Friedenszeiten schon beschließen, ne? Und das zweite ist, wenn jemand irgendwie sich daneben benimmt, andere Leute beschimpft, irgendwie Geld klaut, sowas, dann muss man ihn auch rausschmeißen können. Und das Verfahren ist so, dass auch das noch im Konsens geht. Das heißt, es wird vorgeschlagen, dass ein Mensch ausgeschlossen wird. Und dieser eine Mensch hat dann mal kein Vetorecht. Das heißt, es muss absolut eindeutig sein, warum jemand das vorschlägt und dass man diesen Menschen auch rauswerfen muss. Sonst legt irgendjemand sonst sein Veto ein. Man kann diesen Menschen nicht rausschmeißen. Und das ist natürlich keine Vorkehrung dafür, dass sich zwei Idioten verbünden und gegenseitig sich schützen. Aber wenn dann irgendwann der Punkt käme, dass wir nicht produzieren können, deswegen, dann dürfte ich auch da wieder einschreiten. Das gab es noch nie zum Glück. Aber hier, ne, Notausschluss, zweimal in 13 Jahren. Also das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Okay, ein paar Beispiele. Ein Mensch sollte eigentlich Sprechersupport machen, hat das umbenannt als Vertriebsleitung und hat dann gesagt, also hier, ich leite jetzt mal 5 Skype-Konferenzen. Und nach österreichischem Recht habe ich damit schon eine Tätigkeit aufgenommen. Ich bin jetzt Vertriebsleiter, du musst mich festanstellen. Und vorher hat er mich dann in den Runden, hat er mir das Wort verboten und hat eine Agenda aufgestellt und ich durfte dann nichts sagen, irgendwie 2 Stunden lang und so. Und das habe ich mir alles gefallen lassen, sodass alle anderen gesehen haben, ich lasse mir viel gefallen. Und da habe ich gesagt, nein, das reicht jetzt, hier kommen wir nicht weiter. Und dann ist er auch gegangen von selber. Ich habe ihn nicht mehr rausschmeißen müssen. Das zweite ist gar nicht so lange her, da hatten wir die Situation bei unserem Offline-Treffen, das machen wir so einmal im Jahr, treffen wir uns in dieser anderen Welt da draußen. Und da war einer dabei, der hat so gegen Ende des Treffens eine Diskussion blockiert, obwohl alle echt nach Hause wollten, so wegen einem Wort, ne? Und hat nicht locker gelassen. Und dann war ich irgendwie auch wieder in der Situation, irgendwas tun zu müssen, habe gesagt, ich schlage vor, wir schenken ihm jetzt dieses Wort, lass ihn damit durchkommen, damit wir nach Hause können. Und habe selber gezeigt, ich will weich sein, nachgeben. Er hat sich durchgesetzt im ersten Schritt. Aber was meint ihr, was jetzt passiert, wenn er eine Mail in den Verteiler schickt? Da antwortet keiner mehr, weil jeder gesehen hat, ne, der nutzt die Methoden für seinen eigenen Vorteil, für Blödsinn eigentlich. Das hat also eher geschadet als geholfen, ihm zumindest. Und dann die zwei Fälle, die wir rausschmeißen mussten. Der eine hat gedacht, wir zahlen mal seine Kiffe. Ist okay, hätten wir sogar ihm geliehen, aber einfach so das Geld nehmen geht nicht, den konnten wir dann rausschmeißen. Und der zweite war der Mensch, von dem ich bei der letzten Trollcon erzählt habe, der mich ein Jahr lang auf Trab gehalten hat mit allen möglichen Sachen. Und den sind wir auch mittlerweile losgeworden, natürlich ohne jetzt irgendwie uns erpressen zu lassen. Also das geht doch in so einem System, wenn man vorher viele Dinge macht, nicht um das System zu härten, sondern um es eher zu weichen, würde ich eher so ausdrücken. Das schönste Beispiel ist gerade mal ein paar Wochen her, da war ich bei den MRMCD, da habe ich so einen Workshop gemacht über Konsensdemokratie, das mache ich manchmal. Und da geht es so drum, da sollen unter anderem 6 Leute in so einen WG-Grundriss einziehen und sich einigen im Konsens, wer in welchen Raum, unter welchen Bedingungen. Und das haben ein paar Mal gemacht. Und dann hatte eine Gruppe zum Schluss sogar den Auftrag, da hatte ein Mensch sozusagen das Ziel, den Konsens zu blockieren. Und das ist ihm nicht gelungen.
obwohl der auch nicht doof war. Ne? Das, also selbst da, sozusagen, wenn man vorher eine Klima schafft, was weich ist, wo er dann anfing, ja, ich bin Veganer, ich muss also hier meinen eigenen veganen Kühlschrank haben, okay, ich habe dies, ich habe jenes, ich bin gegen WLAN-Strahlung, war dann sein Argument, okay, dann gehst du halt in das eine Zimmer da. Und irgendwann war es soweit, okay, ich bin so sehr vegan, ich will nicht mal, dass in der Küche irgendwie Fleisch ist, auch nicht in anderen Kühlschränken. Und da war dann ganz klar, ein Mädel hat dann gemeint, also nee, jetzt reicht's. Wenn du so kommst, dann können wir auch nicht einziehen. Ne? Und also man findet Lösungen, wenn man vorher das weich macht, und er hat dann letztlich zustimmen müssen, weil er einfach keine andere Chance gesehen hat. Also funktioniert. Aber das ist natürlich nicht die Bibel, sondern das ist eine Methode, mit Konsensdemokratie umzugehen, die bei uns ganz gut funktioniert. Aber es gibt andere ähnliche Methoden. Und ihr könntet vielleicht mal gucken, welche euch dann irgendwie zusagt, welche ihr mal ausprobieren wollt auf eurem sozusagen Testsystem, wenn ihr im Hintergrund das Vereinssystem immer noch habt als Fallback-Lösung. Soziokratie zum Beispiel macht Konsententscheidungen, heißt das bei denen, in Abteilungen von Unternehmen mit bis zu 50.000 Mitarbeitern insgesamt. Das funktioniert da ganz gut. Haben immer noch so eine Top-Down-Führungsstruktur, aber eben doch abteilungsweise Konsent mit Leuten von anderen Abteilungen, die betroffen sind. Das funktioniert da ganz gut. Und es gibt mehr so in linksalternativen Ecken, gibt es so das systemische Konsensieren, da sollen sich alle auch noch wohlfühlen dabei. Und dann wird irgendwie ein Vorschlag gemacht und dann werden Finger gehoben. Und 10 Finger heißen Ablehnung und 5 heißen so Halbablehnung und so. Und dann ist der Fokus eher darauf, wer keine Ablehnung hat, stimmt dann zu. Und vielleicht gibt es irgendwie eine Mischform, die für euch passt oder so, oder die für andere Hackerspaces auch passt. Also das könnt ihr euch ja mal genauer angucken. Kurzer Ausblick, was mein nächstes Projekt ist, weil das auch damit zu tun hat. Das ist ein großer Spaß. Es kommen nämlich immer so Mails von Lehrenden an Unis und Schulen und so. Und die erzählen dann, dass sie das also irgendwie da einbringen und einer will sogar die Vorlesung hacken und so. Finde ich natürlich super. Und dann habe ich überlegt, jetzt fahre ich selber viel rum, aber eigentlich möchte ich gerne, dass es im Lehrbuch steht. Ne? Dass man also nicht nur jetzt irgendwie Top-Down oder Matrix-Organisation machen kann, sondern dass man auch andere Sachen machen kann. Also habe ich ein Projekt beantragt bei einer Stiftung und habe gesagt, also das, was wir da tun, diese Konsensgeschichte, kann eigentlich auch das Umweltmanagement von Unternehmen verbessern, wenn man wirklich alle Beteiligten fragt. Und die haben das genehmigt, das wird gefördert über die nächsten 3 Jahre mit 120.000 Euro. Und da sollen wir sozusagen mit unserem Modell, diese Konsensgeschichte, in andere Unternehmen gehen, die noch nicht so arbeiten, das da implementieren und gucken, was funktioniert, was geht nicht, was müssen wir ändern. Und die Ergebnisse daraus in Lehrpläne von Hochschulen gießen. Und es gibt Unternehmen schon, die es machen wollen, es gibt auch Hochschulen, die es machen wollen. Und das ist auf jeden Fall ein großer Spaß, wenn das klappt, dass wir das wirklich auch in Lehrbücher kriegen, damit das da auch drin steht. Ne? Also These war, es ist möglich und das ist auch noch effizienter und das ist auch noch stressfreier. Und speziell zum Letzteren habe ich noch gar nicht erzählt, dass wir in 13 Jahren nicht einen einzigen Rechtsstreit hatten, obwohl wir natürlich Dinge kaufen und verkaufen und Leute beschäftigen und alles Mögliche. Und nicht ein Rechtsstreit, das ist schon, finde ich, ganz ordentlich. Und das ist auch so ein bisschen ein Indiz dafür, dass es auch stressfreier ist. Ne? Also ich habe viel zu tun, ich bin viel unterwegs, das will ich nicht verheimlichen. Aber ich habe ganz, ganz wenig negativen Stress, dass mir einer was Böses will, dass ich mit Idioten zu tun habe, dass ich mit Trollen zu tun habe und so weiter, weil ich damit einen anderen Umgang versuche. Ein Troll ist erstmal jemand, sage ich mal, der Schaden anrichten will. Und dadurch kann man sagen, hat er so eine Art Trainingseffekt. Ne? Ich muss mich dann verteidigen und muss irgendwie damit umgehen. Aber eigentlich ist das irgendwie noch eine ganz andere Ebene, die euch vielleicht bekannt vorkommt. Also erstmal sozusagen das Ganze wie ein Betriebssystem bekümmern, dann kann das gut klappen, wenn man das vorher härtet oder weich macht, wie auch immer. Aber eigentlich ist ein Troll doch jemand, der Schaden anrichten will und viel Energie und Zeit da reinsteckt, um das zu tun. Und manchmal auch was findet. Und dann kann man das in der Regel sehen, wenn irgendwo der Einbruch geklappt hat oder irgendwas. Und dann kann man diese Schwachstelle schließen. Und das könnte euch bekannt vorkommen als Penetrationstest. Ne? Leute zahlen Geld für sowas. Und ich finde, das ist umgekehrt eigentlich super geil. Trolle sind eigentlich kostenlose Penetrationstester. Und man müsste denen eigentlich doch Geld hinterherwerfen dafür, dass die einen da so versuchen zu schädigen. Weil wenn sie was finden, dann kann man die Lücke schließen. Und das ist doch eigentlich super großartig, oder? Also finde ich, ich finde es großartig. Und ich finde, jeder sollte einen Troll haben. Und ich hätte selber auch mittlerweile wieder gern so ein, zwei, um einfach immer mal so ein bisschen gepiekt zu werden. Und wo sind eigentlich Schwächen und Fehler? Ich finde es großartig. Also Trolle voran. Danke, das war's von mir. Gleich kritische Rückmeldung. Nee, ähnlich was anderes. Zu der Sache, dass Vereine das Betriebssystem sind, haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit, man kann das Open Source machen. Also so Satzungen auf GitHub stellen,
hat sich als hervorragend herausgestellt. Da gab es von unserer jetzt, glaube ich, inzwischen 15 Forks von anderen Vereinen, hervorragende Rückmeldungen. Also die ganzen Prinzipien, die da eben in Software funktionieren, funktionieren natürlich bei so einem Dokument wie einer Satzung oder sowas, wo man sowieso auch so ein Teil hat, das man ungern anpasst und was nervig ist, mhm. wo andere Leute das eben auch nochmal testen und mal neue Ideen reinbringen. Mhm. Super. Ich bin jetzt nicht so ein GitHub-Jünger, also deswegen kannte ich es nicht. Aber das ist sozusagen die formale Ebene, die man auch braucht. Mir war es aber wichtig zu zeigen, es gibt danach noch eine, die man separat auch nochmal machen kann. Und man kann immer dann damit spielen und machen und tun, sich aber zurückziehen auf die formale, wenn es nötig ist. Ja, und nur eben sozusagen, um diesen Stress auf der formalen Ebene auch ein bisschen rauszunehmen, ist es eben auch immer gut, wenn man weiß, okay, jemand anders hat dieses Textdokument, was ja dann auch ein rechtliches Dokument ist, mhm. irgendwie schon mal in den Fingern gehabt, hat mhm. das bei sich implementiert, hat da vielleicht Fehler gefunden, genau. die es mir ersparen, dass ich da auch reinrenne. Und wenn es eben nur irgendwie eine blöde Formulierung ist, die dazu Stress führen kann. Die das Finanzamt dann nicht mag oder irgendwas. Mhm. Super. Und wenn man das eben dann, wenn man so in der Softwarewelt schon unterwegs ist, dann auch in so einem Versionierungsprogramm hat, wo man eben solche Änderungen auch dynamisch hin und her schieben kann und so, mhm. ist das dann auch recht angenehm. Ja, cool. Ist es mit vielen Hackerspaces verbunden oder mit den meisten? In dem Fall sind es jetzt irgendwie 5 andere Chaos-Treffs, die das dann mhm. übernommen haben und dann eben nochmal einzelne Leute, die das als Ideen genommen haben. Mhm. So. Ich nehme das mal mit und promote das mal, wenn ich in anderen Hackerspaces bin. So als Idee, könnt ihr da mal reingucken. Ich glaube, dass da sowieso ziemlich viel Austausch besteht, nur so ein GitHub-Repository macht es halt sehr sichtbar. Das ist halt vor allen Dingen hast du da eben den Vorteil, dass du eben diesen Rückfluss auch automatisch hast, weil wenn ich sehe, wer hat das gefolgt, kann ich da mal reingucken, kann ich mit den Leuten reden. Ich weiß, die meisten Satzungen bauen irgendwie aufeinander auf, weil wenn man sowas schreiben muss, guckt man natürlich, was haben die anderen. Und wenn man das eben in so einem Prozess drin hat, sieht man eben die Änderungen und hat eben diesen ganzen Flow und kann dann eben viel wieder gut übernehmen. Mich würde mal interessieren bei dem Kollektiv, also du hast ja jetzt gesagt, es gibt ja auch keine Verträge und so weiter. Aber jetzt haben wir auf der anderen Seite den Staat, der zum Beispiel im Steuerrecht, der gewisse Voraussetzungen, zum Beispiel wenn es um Sozialversicherung so geht, hat. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal an, es kommt jetzt eine Person, die sagt, sie ist jetzt, also die macht das auch, die ist tatsächlich jetzt so eine Art Vertriebsleiter. Also jetzt nicht, das Wort ist das gleiche, aber sagen wir mal eine Person, die hauptberuflich für Premium arbeitet. Mhm. Und das halt auch irgendwie jeden Tag, Vollzeit und macht auch super Arbeit und jetzt halt alle zufrieden. Jetzt muss die ja irgendwie angestellt sein. Mhm. Normalerweise würde man das sagen. Mhm. Damit einfach das Finanzamt irgendwie Sozialversicherung bekommt und so weiter. Mhm. Gibt's das schon überhaupt? Ich weiß nicht. Nee, gibt's nicht. Gibt's jetzt noch nicht. Aber wenn das jetzt nicht käme, mhm. Dann müsste es ja schon irgendeine Art von Arbeitsvertrag geben oder bestimmte Sachen geregelt sind. Genau. Also auch da ist es so, dass wir in Deutschland natürlich den Rechtsrahmen haben, HGB und BGB und so weiter, als Fallback-Lösung. Also das gilt immer, kannst du auch nicht raus. Und man kann vorher aber Dinge tun, um da entweder gar nicht erst reinzufallen oder um sich darauf entsprechend schon vorzubereiten. Also wir haben zum Beispiel im Moment niemanden von den Orga-Leuten, der das überhaupt will, angestellt sein. Weil das ja heißt, weisungsgebunden, abhängig beschäftigt von einem einzigen Arbeitgeber. Und ob man das jetzt möchte so umsetzt, ist ja eine andere Sache. Genau. Aber ich meine, irgendwann kommt das Finanzamt und sagt, die arbeiten noch die ganze Zeit für den. Das ist jetzt Scheinselbstständigkeit, mhm. wo man dann auch im Bereich der Strafbarkeit kommt. Absolut. Und wo das Finanzamt und auch die Sozialversicherung sagt, mhm. wie ist das eigentlich, wo sind die Krankenkassen? Natürlich. Aber da können wir vorher sozusagen schon einschreiten und sagen, wir wollen gern, dass Anne und Katja zum Beispiel, die Orga-Menschen neben mir, dass die noch für andere Unternehmen mit einem Drittel ihrer Zeit arbeiten. Dann helfe ich denen bei der Gründung, bei Getränken zum Beispiel, empfehle die miteinander und schon haben wir für die auch mehr Standbeine geschaffen und sind gar nicht in der Gefahr, da reinzurutschen. Das muss man natürlich vorher auf den Rahmen sich sozusagen orientieren und gucken, wo fällt man rein, wo möchte man das und wo möchte man von vornherein vermeiden, dass wir da reinkommen. Also das ist momentan auch diese Vermeidungsstrategie ganz klar. Ich würde es nicht ausdrücklich so nennen, sondern es ist eher umgekehrt. Die Leute, die jetzt da sind, die wollen das auch so frei haben. Die wollen entscheiden, wann und wo und wie sie arbeiten und nicht das von mir gesagt kriegen. Und ich bin auch ganz cool damit, weil ich will gar nicht in diese Angestellten-Geschichte kommen, weil dann bin ich nämlich gleich wieder der hier. Ne? Dann muss ich Anweisungen geben sogar. Ja gut, ob man das dann so umsetzt, das ist ja dann auch eher so eine Nach-Außen-Geschichte. Ja, aber letztlich die Vorsorglösung, die sagt dann, wo es lang geht. Also wenn jemand sagt, ich bin angestellt, du musst mir Anweisungen jetzt geben, dann muss ich das tun. Und da will ich nicht hin. Also das ist ein Aspekt, warum wir das von vornherein vermeiden. Neben dem, dass es auch keiner will. Also das finde ich auch sehr interessant eigentlich. Ich hätte jetzt gewettet so, 80-90% der Leute will festangestellt sein. Aber das ist bei uns zumindest ein Achtel ungefähr. Dann macht wahrscheinlich die zweite Frage nicht so viel Sinn. Aber mich hat er jetzt gefragt, wie das Kollektiv dann nach außen angeht. Und wenn jetzt zum Beispiel der Staat kommt und gerade im Einkommensteuerrecht gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten,
Einkommensteuer zu vermeiden oder zumindest anders zu verteilen. Mhm. Und das hängt halt meistens auch davon ab, dass jetzt der Arbeitgeber in der Form irgendwie einen bestimmten Brief schreibt, in dem halt irgendwie drinsteht, du arbeitest jetzt in München, obwohl die Person eigentlich in Hamburg arbeitet, lebt, und dann kann sie halt irgendwie 5 Milliarden Kilometer pro Jahr als Fahrtkosten erstatten und sonst was. Also es gibt da schon Tricks. Und dann war jetzt die Frage sozusagen, ob das Kollektiv dann auch, wie das nach außen in die Mitglieder, also ob es da einen Konsens gibt, die Mitglieder möglichst optimal nach außen hin zu darzustellen. Also jetzt, ob es jetzt um Steuern geht, ob es um... Nicht wirklich. Also formal gibt es das, was wir machen, eigentlich nicht im deutschen Gesellschaftsrecht. Wir haben uns da so ein Konstrukt gebaut, dass wir gesagt haben, wir sind formale Einzelunternehmen, also Premium Cola und Bier, die mir gehören. Frolunder Muntermate aus Freiburg, Kollemate aus Dresden, Metamate aus Berlin und Auguste in Nürnberg. Die gemeinsam sind jeweils eigenständige Unternehmen mit verschiedenen Rechtsformen. Einzelkaufmann, UG und Co. KG, GmbH, Einzelkaufmann, GmbH, glaube ich. Und die sind alle Mitglieder in einem Verein, heißt Premium Wirtschaftssysteme e.V., auch wieder, um einen formalen Rahmen zu haben, der damit dann nach außen auftreten kann. Aber die Abrechnung ist sozusagen jeweils einzeln. Und das hat den Charme, dass wenn ein Unternehmen mal irgendwie ein Problem hat oder schwach dasteht, dass nicht gleich alle mit abwärts gezogen werden, sondern es ist auch wie so eine Mehrstandbeinstrategie. Und es hat natürlich das Risiko oder es bietet Möglichkeiten, steuerlich zu optimieren, dass man dann Sachen verkauft und wieder gekauft hat und so weiter und so fort. Aber ich bin ja eigentlich mit diesem ganzen Projekt ein ziemlicher Feigling, könnte man sagen, weil das so aufgebaut wurde, weil ich Risiken vermeiden wollte. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch diese ganzen Steuertricks nie gemacht, die man machen könnte. Und letztes Jahr hatte ich eine Prüfung, die die letzten 3 Jahre rückwirkend angeguckt hat. Und das hat 2 Tage gedauert und es waren viele Fragen und viele Diskussionen. Und am Ende sind wir zu null rausgekommen, ohne Beanstandung. Gar nichts, nichts. Nicht mal irgendwie ein Essensbeleg oder nichts. Und das war für mich auch nochmal so, in dem Bereich zumindest keine Gefahr. Na gut, aber ich meine, es ist ja nicht jeder Steuertrick, ist ja gleich illegal. Also es gibt ja durchaus im Steuerrecht, dadurch, dass es sehr komplex ist, gibt es ja auch legale, und damit meine ich jetzt wirklich nicht so diese dubiosen Geschichten, sondern es gibt halt einfach Möglichkeiten, die der Gesetzgeber zum Beispiel zur Förderung von bestimmten Gruppen, also das ist ja wie wenn du jetzt zum Beispiel körperlich beeinträchtigte Personen einstellst, dass du eben eine Förderung dafür kriegst. Ja? Und das ist ja jetzt nicht illegal, wenn du eine Förderung abgreifst, sondern das ist ja tatsächlich gesellschaftlich gewollt, um dir eine Unterstützung als Arbeitgeber zu geben. Das gibt es auch im Steuerrecht genauso. Also meine Steuerberaterin sagt, die ist auch so eine linksalternative Zecke, die sagt, du musst oder wir müssen... Nee, eben nicht. Also das ist ja auch nicht linksalternativ, finde ich. Ne? Also, oder andersrum betrachtet. Ich kenne Linksalternative, die sind so alternativ, dass sie Hartz IV ziehen und schwarz arbeiten, weil sie dem Staat schaden wollen. Ja, gut, das ist, ja, das ist ein bisschen kurz gedacht, ne, finde ich. Okay, sie sieht es anders. Sie sagt, wir brauchen doch einen gewissen Staat, auch wenn wir nicht alles gut finden, was der macht. Dafür brauchen wir Steuern. Das muss irgendwie einigermaßen fair sein. Und wir wollen gerne, dass alles, was wir real tun, da angegeben wird, damit wir keine Schwierigkeiten haben. Wir wollen aber nichts tun, um das angeben zu können. Das ist so unsere Wahrnehmung. Also angenommen, ich fahre irgendwo hin und dann habe ich Fahrtkosten gehabt und habe übernachtet, dann sind das die Kosten, die real angefallen sind. Ich würde aber nicht jetzt zum Beispiel hier eine Übernachtung mehr buchen, um die Kosten angeben zu können. Oder eine Rechnung faken, die nicht da war oder irgendwas. Ja, aber das meine ich ja nicht. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass man diese illegalen Möglichkeiten nutzt, die eh nicht nachgewiesen werden können, wie Rechnung faken oder was, sondern es geht halt eher darum, dass du zum Beispiel eben Sachen angibst, die auch völlig legal sind, die aber natürlich ziemlich einen Aufwand erzeugen und die auch ein bestimmtes Vertragsverhältnis eigentlich benötigen. Mhm. Aber wenn ihr das halt generell nicht macht, also wenn es da eh keine Vertragsverhältnisse gibt zu irgendwem, dann... Da bin ich vielleicht auch nicht genug, sage ich mal, wie Geld interessiert genug für, um mir jetzt Gedanken zu machen, wie kann ich steuerlich noch was optimieren. Es ist eher umgekehrt. Wir haben jetzt die Grenze überschritten, dass wir nicht mehr Einnahmenüberschuss rechnen müssen, sondern bilanzieren müssen. Das heißt, das Finanzamt geht davon aus, dass ich das Geld für eine Rechnung bekommen habe, wenn ich die Rechnung verschicke. Das ist aber Quatsch natürlich. Dadurch habe ich aber formal betrachtet einen höheren Gewinn, ohne real mir mehr auszahlen zu können. Jetzt darf ich pro Jahr 2.500 Euro mehr Steuern zahlen, weil die anders buchen. Daher habe ich dann schon überlegt, wie kann man denn das bitte wieder auf eine reale, wie es tatsächlich ist, zurückführen. Habe aber noch keine Idee. Also das ist gerade aktuell. Aber ich habe da bisher, muss ich mich, da habe ich wenig mich damit beschäftigt. Also
Ich habe Wert darauf gelegt, dass wir diese Tricks nie machen, auch wenn überall Einladungen lauern, solche Tricks zu machen. Aus Vorsicht und so, aber wenn man, tja, also weiß ich nicht. Kann ich wenig zu sagen, Steueroptimierung. Habe ich, glaube ich, keine Ahnung von. Andere Frage, mal ein ganz anderes Thema, so wie ich das jetzt mitnehme. Du tust mit dem Programm und dem ganzen Konzept ja schon ein bisschen durch die Gegend und stellst das an verschiedenen Stellen vor. Aus verschiedenen Blickwinkeln, also das wäre jetzt ein sehr spezieller. Zum Beispiel jetzt hier auch so der Winkel bzw. andere Hackerspaces, hast du da schon dieses Feedback gekriegt, dass das anderswo quasi so Einzug gehalten hat? Also da ist es sicherlich eine gewisse Transformationsphase von dem normalen gesetzlichen Rahmen, Verein, bla, bis es dann wirklich anfängt zu greifen oder gegriffen hat. Mhm. Hast du da schon irgendwelche, ich weiß nicht, dann Ergebnisse, aber Feedback, Meldung, dass da Dinge vorwärts gehen? Es gibt, ist ganz unterschiedlich. Also es ist eigentlich so, dass alle Rahmen, die mich irgendwie einladen, selber schon so ein bisschen in so einem Prozess drinstecken. Deswegen haben sie ja Interesse für sowas. Und das ist dann unterschiedlich, wie weit die schon sind und was sie davon auch mitnehmen wollen und können. Es ist eigentlich fast überall so, wenn ich irgendwo hinfahre, dass es positive Rückmeldungen gibt und Interesse und Neugier und den Wunsch, das anzuwenden. Und auch fast überall unterstelle ich mal, dass es nicht so klappt sofort, wie man sich das gerne wünscht. Und danach findet eigentlich kaum sowas wie eine Evaluation oder so eine Rückmeldegeschichte statt, sondern es ist eher so, dass punktuell mal was raufploppt, dass auf Twitter jemand sagt, hey, ich habe vor einem halben Jahr mal den Lübbermann gehört und jetzt habe ich das und das angewendet, es hat hervorragend funktioniert. Oder dass Marco Maas von Open Data City sagt, die arbeiten schon lange fast genauso wie wir, sie haben es bloß nie an die große Glocke gehängt oder so. Und dann gibt es so Geschichten, die mich dann doch wieder wundern, zum Beispiel zwei deutsche Autohersteller, die mich eingeladen haben, um sich dabei begleiten zu lassen, wie man sowas anwendet. Da muss ich mir dann so einen Anzug anziehen und so. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen will, aber werde ich wahrscheinlich tun, um das da auch, sage ich mal, in was Sozialeres zu schubsen und dabei zu helfen. Und was ich definitiv sagen kann, ist, dass es acht Getränkehersteller gibt, denen ich bei der Gründung geholfen habe. Und die haben auch alle acht überlebt, was sonst nicht so häufig ist. Das ist so irgendwie 2 von 100 vielleicht. Weil sie, glaube ich, das auch so gemacht haben. Also von Anfang an mit allen reden, alle Bedarfe mit einbauen, wirklich in alle Richtungen die Ohren aufmachen und dann was Soziales bauen, was deswegen auch tragfähiger ist. Wie ist das, wenn jemand Verantwortung für irgendwas übernehmen muss? Also ich komme aus dem medizinischen Bereich und da ist es ganz wichtig, dass irgendwo eine Unterschrift ist, dass der Name vermerkt ist, wer denn die Entscheidung getroffen hat oder wer sich dafür verantwortlich fühlt. Mhm. Greift da wieder das Fallback-System, dass im Hintergrund halt die Organisation steht oder gibt es da andere Möglichkeiten bei euch? Jein. Also es gibt natürlich Anwendungsfelder, wie zum Beispiel Medizin, da möchte ich keine Konsensdemokratie haben. Wenn ich einen Notarzt rufe, dann möchte ich, dass der jetzt sofort was tut, damit ich irgendwie überlebe. So, ne? Okay, also, ja. Danach möchte ich aber, dass die sich unterhalten. Was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt, was können wir nächstes Mal besser machen und so weiter. Medizin ist nochmal ein ganz anderes Thema, da ist auch gesetzlich viel reglementiert, das kennst du. Das ist bei uns zum Glück nicht so extrem der Fall. Deswegen können wir uns da mehr leisten, in Anführungsstrichen. Das ist sozusagen die eine formale Ebene. Die soziale Ebene ist aber die, dass wir bewusst in Verantwortung gehen für Dinge, die uns eigentlich nichts angehen. Beispielsweise beim Händler eine Palette fällt irgendwie um, 960 Flaschen gehen zu Bruch, eigentlich sein Problem, 600 Euro Schaden, sein Ding, weil seine Palette. Wir bieten aber an, dass wir ein Drittel des Schadens übernehmen, um zu zeigen, dass wir das als was Gemeinsames betrachten und um dann, wenn wir mal eine Krise haben, auch ein Netzwerk zu haben. Wir waren vorletztes Jahr waren wir mal kurz pleite, weil es zu schnell gewachsen ist. Das war ziemlich blöd. Und dann haben unsere größten Großhändler angerufen, haben freiwillig früher bezahlt. Und das hat gezeigt, dass es angekommen ist. Und das ist sozusagen die soziale Verantwortungsebene, dass wir auch füreinander Dinge, für Dinge einstehen, die normalerweise uns formal nichts angehen würden. Und ich glaube, die Kombination aus beidem macht es auch wieder stabiler. Glaube ich. Skeptisches Hm. Ich denke jetzt gerade noch über die Frage nach, ist es wichtig, dass irgendwo mal irgendwo eine Unterschrift ist? Ich glaube, bei euch ist es nicht notwendig, dass ihr irgendwelche Unterschriften habt, weil ihr in dem Sinne keine Verträge schließt. Ja? Und letzten Endes steht jeder Einzelne für das eigene Handeln ein. Was auch wiederum so aus meiner Sicht zumindest einer Unterschrift gleichzusetzen ist.
Also da habe ich jetzt gerade so ein bisschen... Sagen, die Absprachen, die über einen gewissen Zeitraum sozusagen eingehalten werden, haben ja auch einen gewissen Standpunkt richtig. Genau. Also von daher... und ich glaube, ihr habt einfach auch nicht die Situation, das hast du ja auch gesagt, dass ihr tatsächlich eine Unterschrift leisten müsst, damit irgendwann mal später, wenn irgendwas schiefgegangen ist, jemand sagen kann, der hat die Unterschrift geleistet, der ist schuld. Weil ihr tut in dem Sinne ja nichts, was andere gefährdet. Also ihr experimentiert nicht mit irgendwelchen neuen Getränken, die unter Umständen schädlich für die Gesundheit sein können. Doch. Wir haben auch LKWs, die fahren, und Produktionsanlagen, die Leute verletzen können und so. Ja. Da gibt es schon Dinge, die Schaden anrichten können. Es gibt Dinge, die Schaden anrichten können, richtig. Die aber nicht aufgrund aufgrund einer Entscheidung passieren. Also wenn ein LKW mit 50 Sachen durch eine Fußgängerzone rast, ja, und dabei ein paar Menschen umfährt, dann wird es niemals jemanden dafür geben, der da eine Unterschrift geleistet hat und gesagt hat, okay, das ist in Ordnung, ja, oder das haben wir als Kollektiv entschieden, sondern das wird immer die Entscheidung vom Fahrer sein. Jein. Weil der ja eigentlich die Verpflichtung hat, eine rechtswidrige Anweisung, sofern es die denn gegeben hat, zu missachten, um sich dann eben wieder an geltendes Recht zu halten. Ja, das kannst du dir als LKW-Fahrer aber nicht unbedingt leisten. Ne? Also wir müssen vorher auch unseren Teil tun und müssen zum Beispiel dem genug Zeit lassen, damit er überhaupt fahren kann, ohne seine Lenkzeit zu überschreiten, also keine Termine setzen. Wir müssen dafür sorgen, dass er nicht zu viel auflädt, weil er natürlich mehr Geld verdienen will, wenn er knapp ist, sage ich mal. Dann kann er von der 0,5er Flasche vielleicht doch 33 Paletten laden, dann darf er auch nur 31, dann ist er überladen. Mhm. Und wir müssen dann sagen, oder ich sage dann auch, auf keinen Fall kriegst du mehr als 31 Paletten, auch wenn wir dann beide weniger verdienen, lieber zahle ich dir mehr, weil wenn du nämlich dann doch, weil du zu schwer bist, durch die Fußgängerzone knallst, dann bin ich vielleicht nicht formal, aber real mitverantwortlich. Also diese Abgrenzbarkeit von Tätigkeiten und Wirkungen, die ist gerade in einem vernetzten Wirtschaftssystem, wie wir es haben, ist kaum noch wirklich gegeben, glaube ich. Mhm. Es gibt die formale Ebene. Aber du hast immer Wirkungsfaktoren, die du auch mit auf dem Radar haben sollst, finde ich. Und die kennt ihr im Kollektiv alle? Wir versuchen, so viel wie möglich uns auf den Radar zu holen. Okay. Alle gibt es mit Sicherheit nicht. Also wir sehen zum Beispiel nicht, wenn wir den Fahrer bitten, dass er am 16. Juni was fährt oder so, und er sagt ja, dann kann es trotzdem sein, dass er irgendwie da seinen Geburtstag hat, mit seiner Frau Streit hat, nicht ganz bei der Sache ist und deswegen, also alles geht, glaube ich, nicht. Aber man kann wesentlich mehr tun, als normale Wirtschaft macht. Mich würde mal interessieren, wie das im Content-Modell, ob das nicht so eine gewisse Beschränkung der Möglichkeiten hat, oder beziehungsweise eher so eine Richtung ins Konservative hat. Weil du natürlich nicht so damit meine ich jetzt eher vom Verhalten her, dass du jetzt eher nicht so risikobereit sein wirst als Gruppe wie Einzelne. Also ne, wenn du jetzt Galileo dir anschaust, hätte der sich an die Konsensmeinung der Wissenschaft gehalten, hätte er seine Entdeckung nicht gemacht. Ja? Oder die kopernikanische Wende, dass ja, diese extremen Ausreißer, diese Einzelpersonen, die sozusagen dann in eine ganz neue Richtung gehen, die aber dadurch vielleicht dann eine sehr krasse Entwicklung hervorrufen, die für alle gut ist, die hast du natürlich nicht, wenn alle immer nur im Konsens bleiben oder wenn alle immer nur in der Gruppe bleiben. Ich glaube, das war eine andere Zeit, von der du sprichst. Oder andersrum. Das ist jetzt ja ein Beispiel. Ich würde auch heute noch Leute geben, die irgendwie total verrückte Dinge machen und die aber jetzt irgendwie vom wissenschaftlichen System oder vom gesellschaftlichen System nicht gesehen werden erstmal, aber die dann trotzdem einen super Effekt haben. Wenn ich so. Ach nein, das kannst du immer später beurteilen. Es gibt auch bestimmt eine Menge Idioten. Du kannst das negative Beispiel Hitler nehmen. Kannst du immer nehmen. Aber in jeder Diskussion muss ja Hitler fallen. Ja, ja. Also wir müssen jetzt mal doppeln hier ein bisschen. Aber nein, das ist ja das Gleiche. Ich meine, das ist ja jemand, der
nicht alleine, also das ist ja blöd, ihn als alleinigen Schuldhaber da zu sehen, aber ich meine, der hat ja auch etwas Extremes gemacht, was jetzt erstmal aus der Gesellschaft, also aus der Konsensmeinung rausging, dass ihm dann die Konsensmeinung hinterher ist, ist noch schlimmer, aber ja, du hast halt immer in jeder extremen Entwicklung, sei es positiv oder negativ, hast du halt meistens immer erstmal irgendwie diese Pioniere. Wenn ich so vor unserem geistigen Auge Revue passieren lasse, was wir alles anders machen als normale Wirtschaft, dann ist das vielleicht so ein Indiz, dass das nicht eine notwendige Folge ist. Also wir haben ja zum Beispiel gesagt, wir wollen keine Gewinne haben, was die Wirtschaft in der Regel will. Wir wollen keine Werbung machen, was die in der Regel auch will. Wir wollen keine Geschäftsführung haben, was die auch will. Wir wollen keine Mengenrabatte haben, sondern das Gegenteil, was sie in der Regel auch wollen und so weiter. Also da sind, glaube ich, ganz viele Aspekte, die so anders sind, dass ich, sage ich mal, schon glaube, dass das stimmt, was du sagst. Es mag Rahmen geben, wo das dann immer zu so einer Art Mittelmaß führt. Aber das muss nicht so sein. Das widerspricht, glaube ich, so ein bisschen auch, was wir machen. Du kennst uns ja auch schon ein bisschen. Also ja, du hast das Beispiel Apfelschorle schon gebracht. Das ist ja auch so ein Thema, was für euch sehr schwierig war. Mhm. Das hat auch die Frage, warum das nicht passiert ist. Also in dem Fall ist es so, dass ihr es nicht unter euren Bedingungen herstellen konntet. Mhm. Oder nicht zu dem Preis. Und ihr wolltet dann auch nicht den Markt in der Form verändern. Nicht direkt. Also ich will dich nicht unterbrechen, aber das war eine ganz komplexere Geschichte, die in erster Linie aus meiner Meinung mit den Personen zu tun hatte, die das vorbereitet haben. So tief steckt nicht. Das hatte ganz andere Gründe, glaube ich. Aber um jetzt im Getränkethema zu bleiben, dass jetzt, wenn jetzt ein Kollektivist sagt, hey, wir müssen, also sagen wir mal 2013 bei Bubble Tea, ne? Sagen wir mal, wir müssen jetzt Premium Bubble Tea. Völlig abstruses Beispiel. Yeah. Hätte ja sein können, dass jetzt ein Kollektivist kommt und sagt, Premium Bubble Tea ist die Zukunft. Mhm. Und jetzt glaube ich halt, dass es relativ schwierig ist, das Kollektiv dann davon zu überzeugen. Also außer, dass jetzt irgendwie der eloquente Redner oder irgendwie der charismatische Typ. Aber das ist auch gut so, wenn das nicht sofort durchkommt, sondern erstmal kritisch betrachtet wird von allen. Ich denke, eine Frage, die eben auch hinten dran steht, ist eben auch so die Grundhaltung, aus der man gestartet ist. Wenn man eben schon aus der Grundhaltung gestartet ist, man will Sachen innovativ machen, man will Sachen anders machen, als sie außenrum passieren, dann ist die Gruppe, glaube ich, dann wieder wesentlich dynamischer zu neuen Ideen, als eine Gruppe, die eben sagt, okay, wir haben jetzt einfach nur unseren Prozess umgestellt, wir machen aber im Endeffekt das Gleiche wie vorher. Wenn sie aus dieser Grundhaltung rauskommt, dann wird sie extrem konservativ sein, weil sie sagt, ja, nee, Änderungen gedöns, aber wenn man schon mit der Idee startet, wir wollen Sachen anders machen, vielleicht, dann denkt man sich eben bei jeder Idee, die reinkommt, eben, okay, wir haben das jetzt irgendwie schon mit 5 Sachen anders gemacht, das hat immer gut geklappt. Lass uns jetzt mal wirklich drüber nachdenken, ob dieser neue, andere Weg nicht auch sinnvoll sein könnte. Also es ehrt mich ja, dass ihr so viel mit Premium rückfragt, aber ich würde noch mal ganz gern kurz darauf eingehen und so den Blick drauf lenken, wie viel Angriffsfläche wir eigentlich bieten. Ohne jeden Filter. Es kann da jeder reinkommen, der irgendwie mal eine Flasche getrunken hat. Ohne jeden irgendwie, weiß nicht, Wortverteiler oder irgendwas. Also es gibt doch sehr, sehr viel Angriffsfläche. Und trotzdem ist uns das gelungen, mit Leuten, die getrollt haben, ganz positiv umzugehen. Und deswegen bin ich ja eigentlich auch hier hingefahren, sozusagen. Also Systemhärten ist das eine, das ist bestimmt auch sinnvoll. Aber hier haben wir ja eigentlich das Gegenteil gemacht. Wir haben das sehr, sehr weich gemacht an sehr vielen Stellen und nur an so ein paar Ecken noch so Sicherheits-Fallback-Lösungen eingebaut. Aber das ist ja auch diese... Du kannst ja auch als einen Troll, als diesen einen Menschen sehen, der versucht, in eine andere Richtung zu gehen, ja, diesen Galileo. Das kann ja auch ein Troll sagen, Premium Cola könnte jetzt auch mal Erdöl raffinieren. Das ist ja auch schwarz. Fracking ist die Suche. Kann er sagen. Also das ist ein sehr abstruses Beispiel. Ich meine, es ist ja schwer, dann konkreter zu finden, aber, das ist ja auch, ein Troll will ja eine Bewegung erzeugen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was ist die offizielle Definition von Troll? Wenn ich das erfahre, dann hier, oder? Also ich dachte, das ist jemand, der... In der bisherigen Diskussion hat mir immer dieses, dass ein Troll ja eher auf einen Effekt aus ist. Das heißt, Effekt in der Form von Bewegung. Bewegung in der Diskussion, Bewegung in irgendwas. Und wenn du jetzt wenn du das Gegenmodell siehst, dann wäre das keine Bewegung passiert. Don't feed the troll, ignoriere den Troll, diese Geschichte. Wow, da habe ich ein anderes Bild von Troll. Für mich ist ein Troll jemand, der Schaden anrichten will.
Ich fand eigentlich im letzten Vortrag die Richtung, was so ein Troll ist, ganz gut. So im Sinne von jemand, der die Leute zum Denken mal anschubsen will, ihnen zeigen will, da habt ihr euch Regelwerke geschaffen, die passen nicht auf bestimmte Felder. Denkt doch mal drüber nach, was ihr da gerade macht. Das ist eigentlich so das, was ich als Troll sehe. Und in der Hinsicht, wenn du sagst, bei euch als Pentester passt schon irgendwie jemand, der ausguckt, testet, wo sind die Grenzen von so einem System, wie funktioniert das? Für mich wäre die Frage, hattet ihr dann jetzt schon welche, die ihr konvertieren konntet? Sprich, als weiche Masse so auf, da kommt einer, piekst rein, wir nehmen den auf und drehen ihn um und er findet das Ganze danach auch toll. Das würde ich so nicht formulieren mit dem Umdrehen, weil jemand, der... Nicht umdrehen, aber einbinden. Also jemand, der kritisch hinterfragt, ist für mich erstmal pauschal absolut willkommen, weil das bringt ja nichts, wenn man das irgendwie pauschal ablehnt. Jemand, der kritisch hinterfragt und das aber nicht auf eine offene, sage ich mal, Dialogweise tut, sondern von außen uns beschießt, weil er Schaden anrichten will, das ist für mich jemand, der trollt und gegen den müssen wir uns anders verteidigen. Das wäre eher so der Pentester, den man gar nicht drum gebeten hat. Muss es Schaden sein, den er anrichtet, oder kann es auch einfach nur aufzeigen, im Sinne von, da habt ihr Glück gehabt, dass ich das gefunden habe und nicht jemand, der was Böses will? Dafür wäre ich einfach nur dankbar. Das würde ich nicht als Trollen wahrnehmen. Also wenn ihr auf unseren Server guckt und da findet ihr eine Lücke, und ihr sagt mir das, ey, dann schicke ich euch ein paar Kisten. Also da bin ich sehr dankbar dafür. Wenn ihr das aber benutzt und Daten klaut und sie verteilt und an die Medien schreibt und so, ne, dann Schaden anrichten. Das ist für mich die Abgrenzung. Mhm. Aber da mag jeder seine eigene haben. Aber da ist das, dass der Begriff Pentester, ein Pentester ist ja jemand, der sozusagen eine Lücke sucht, um sie dann wieder zu berichten, mehr oder weniger. Mhm. Das ist ja eher der positive Ausdruck. Also der negative wäre jemand, der sozusagen exploitet, also der halt eine Lücke findet und sie ausnutzt, exploit. Und deswegen ist das ja, dieses Pentesten ist ja schon sehr positiv besetzt, der Begriff. Ja, das ist ja jetzt auch nur ein blöder Tweet von mir, ne? Also ich bin auch nicht so sicher in den Begriffen jetzt, ne? Also du hast. Aber das ist, also, und wenn ich jetzt das Pentester streiche und sage, jemand, der eine Lücke sucht nur, dann ist erstmal noch offen, was damit passiert. Ja. Aber generell ist Lückensuchen halt ja auch eine Form von Sucht, dass Belegung passiert. Also ja. Ich. Kann man uns ja bei einem Ping sozusagen, oder wenn ich jetzt einen Portscan laufen lasse, Port geschlossen, Port geschlossen, Port geschlossen, und irgendwann finde ich den offenen. Und das ist ja dann eine Art von Bewegung oder eine Art von Veränderung im Vergleich zum Normalzustand, und dann habe ich irgendwie einen Zugang. Mhm. Und deswegen sehe ich dieses Ding, dass ein Troll versucht, in irgendeiner Form eine Reaktion oder eine Bewegung zu erzeugen, so als Bild. Dagegen habe ich auch noch nichts. Also dann ist es zugegeben, weil ich in den IT-Begriffen nicht so sattelfest bin, ist das nicht ganz das präzise formuliert. Das kann ja auch negativ sein, aber erstmal nur die Lücke zu finden, ist ja noch nicht alles. Nö, nö. Ich weiß also nicht, ob der Troll das dann ausnutzt. Was ich hier gemeint habe, ist eigentlich jemand, der einen Exploit will und den sogar schafft und du das aber merkst und daraufhin die Lücke schließen kannst. Ja. Und du hast ihn aber nicht drum gebeten. Also er ist jetzt nicht ein freiwilliger Pentester, hast du recht, sondern jemand, der dich irgendwie attackieren will. Und wenn du aber den Schritt im Kopf einmal machst, dass der auch hilft, letztlich, dann ist es eigentlich was Gutes und man möchte eigentlich mehr exploitende Trolle haben. Habt ihr in dieser Community irgendwelche, ich nenne es mal, eitlen Leute, die da mit drin hängen, im Sinne von, oh mein Gott, der führt mich gerade. Das ist halt so ein Verhalten, was ich mit irgendwie Trollen verbinde. So jemanden vorführen, guck mal, wie blöd du bist. Mhm. Oder das hätte man ja. Das ist halt das, was oftmals wahrgenommen wird. Mhm. Und kann ich mir vorstellen, dass wenn man gerade so 100 Leute da sehr eng drin hat, auf Leute trifft, die dann sagen, so ein Arschloch mit, das geht ja gar nicht. Mhm. Da können wir uns gar nicht drauf einlassen, auf dieses Konzept, den jetzt ernst zu nehmen. Mhm. Ich muss auch zugeben, als mir da so ein Mensch vorgeführt hat, wo ich überall als Mensch auch nicht vorbereitet war, hat mich das sehr, sehr geärgert und mich ein Jahr lang meines Lebens den Schlaf da gekostet, ne? Aber als ich das verstanden habe, war der Schritt dann, also ab dem Zeitpunkt, war dann ganz klar, wenn ich das ignoriere, bin ich noch blöder, als wenn ich das nutze und versuche, zum Positiven zu wenden. Also ich glaube, das Schwierige, warum die Trolle nicht besonders erfolgreich waren, ist, dass ihr, das Bild ist jetzt gut, so viel Angriffsfläche habt ihr gar nicht, weil ihr in eurer Meinung, in eurem Ziel sehr gefestigt seid. Also ihr habt ein gemeinsames Ziel, ihr wollt Premium-Cola machen. Also ihr wollt mit Premium-Cola nicht besonders reich werden, ja? Ihr wollt sie produzieren und klar, natürlich das auch am Leben erhalten, und ihr wollt vor allen Dingen auch einen sozialen Umgang, besonders mit euren Lieferanten haben.
Die einzige Angriffsfläche, die ein Troll hat, ist, ist eigentlich dieses Ziel kaputt zu machen. Ja? Aber das will ja eigentlich keiner von euch. Ja? Das heißt, also ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie ich bei euch auf die Mailingliste gehe und versuche da was kaputt zu machen. Das wird mir eigentlich nur dann gelingen, wenn ich mir einen eurer Lieferanten rauspick und eine seltsame Diskussion anfange, um diesen Lieferanten irgendwie rauszukicken. Und ich glaube, damit wäre ich ziemlich erfolglos, weil ihr das eigentlich gar nicht wollt. Also ich würde euch, entweder würde ich euch mit falschen Informationen beliefern und eben, ja, üble Nachrede wäre es ja in dem Fall, dem Lieferanten schlecht machen. Mhm. Das wäre die einzige Möglichkeit, euch von diesem Lieferanten eigentlich wegzubringen. Ansonsten wollt ihr von dem ja eigentlich gar nicht weg, ja, weil ihr mit dem ja ein gutes Miteinander habt. Ich glaube, du denkst da doch sehr formal. Also ich bin jetzt ein bisschen in der Zwickmühle, weil ich dem Menschen, der uns da so verfolgt hat, eigentlich versprochen habe, das nicht mehr öffentlich als Thema zu verwenden. Mhm. Weil er jetzt aufgehört hat auch. Also ja. Ich sag's mal so, da war schon der Einfallsreichtum war schon sehr, sehr, sehr groß. Und im Netz gibt's auch viele Möglichkeiten, wie man auf Unternehmen und Leute schießen kann, ohne jetzt eine sachliche Handhabe direkt zu haben. Aber ich erinnere mich an den Vortrag vom letzten Jahr. Da war es ja Thema. Letzten Endes war es ja aber so, dass ihr Ziel von dem ganzen Ding wart. Und ihr solltet ja kaputt gemacht werden. Und das wurde ja aber auch gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, also ihr wurdet schlecht dargestellt letzten Endes. Und das ist wirklich ein Angriff, sage ich mal, der bis zu einem gewissen Grad funktioniert hat. Mhm. Aber ich glaube, dass man durch eure Kontakte, durch euer Netzwerk, das ihr habt, da nicht wirklich viel Angriffsfläche bietet, weil ihr eben auch wiederum mit aufgeklärten Menschen zusammenarbeitet, also auch eure Lieferanten hinterfragen, dass die fressen nicht einfach so jede Information, die reinkommt, die sie über euch erhalten, von extern. Letztlich hat es ganz, ganz wenig geschadet und es hat uns eher noch weitergebracht. Und von daher, glaube ich, ist die Angriffsfläche nicht ganz so groß, wie es auf den ersten Blick scheint. Mhm. Ich hoffe, ja. Ja, selbstverständlich. Aber es hat auch ein bisschen gedauert. Ne? Es hat ein Jahr gedauert, bis ich an einem Punkt war, das nicht mehr als was Negatives zu sehen und wirklich zu versuchen zu nutzen. Na klar, ich meine, erstmal ist man da gefrustet, ja, weil es geht ja auch an die Substanz, ja. Total. Ich erinnere mich dann noch gut an letztes Jahr, das war auch nicht schön anzuhören. Interessant, aber nicht schön. Ja, das ist wohl so. Auf der anderen Seite, also sage ich mal, formal gibt es Angriffsfläche, real hoffentlich wenig, das hoffe ich auch, dass das so ist. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was ich versucht habe mitzubringen. Ne? Also man kann sich da auf verschiedene Art und Weisen vorbereiten und so ein System härten oder weichen, je nachdem, wie man es sehen will, um dann möglichst wenig mit sowas zu tun zu haben. Also, ja. Also es gibt andere Gruppen von Menschen, da fällt es mir, oder würde es mir wesentlich leichter fallen, die Gruppen zu zerschlagen. Einfach auch deswegen, weil ihnen gemeinsame Ziele fehlen. Also Vereine beispielsweise finde ich ist ein super Ziel. Ganz egal, was für einen Verein du hast, ganz egal, welches Thema du hast, ob das ein Sportverein ist oder sonst irgendwas. Das ist ein super Ziel, weil erstens die Menschen verbindet nichts Besonderes. Also außer dem Vereinszweck. Aber diesen Vereinszweck finden sie auch in anderen Vereinen. Das heißt, man geht da einfach rein, man kann irgendeinen Blödsinn über irgendjemand anderen erzählen. Die Leute glauben das, ohne es zu hinterfragen. Und es fangen plötzlich Streitereien an, ohne dass man weiß, wo es überhaupt angefangen hat. Und also ich habe das jetzt beim Verein bei mir um die Ecke gesehen, wo jetzt mein Vater schon seit 2-3 Jahren, es sind jetzt schon fast schon 3 Jahren, eigentlich nur Streitereien hat. Ja, wo ich noch mal gesagt, was soll denn das da? Und
das lässt sich super auf andere Sachen projizieren, weil die Leute kein gemeinsames Ziel haben. Mittlerweile ist es so in dem Verein, du kannst in den Verein gehen und fragen, warum bist du überhaupt noch Mitglied im Verein? Kann dir keiner beantworten, die Frage. Da gibt es mit Sicherheit viele Faktoren. Also Ziele sind bestimmt einer. Aber ich kenne zum Beispiel auch über den Marco von Open Data City, der hat von einem Verein erzählt, wo die Ursache schlicht und einfach ein despotischer Vorstand ist. Mhm. Und von dem sind alle so genervt und gefrustet, dass darüber sich ganz viel entwickelt und ganz viel negativ irgendwie läuft. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ursachen für. Also das ist ja eben auch immer so ein also ich denke mal, es ist ein Punkt, dass man eben sozusagen die Strukturen weich hält, dass man eben, dadurch ergibt sich, dass man viel miteinander redet. Wenn man sich viel kennt, ist es eben immer schwieriger, durch Trollen Strukturen zu zerstören, weil wenn ich eben mein Handy rausnehmen kann und fragen kann, wie sieht's aus, was soll das jetzt? Und er sagt ja, nee, war ich nicht, und man kennt sich, man glaubt sich und es passt. Ist es natürlich viel stärker, viel schwieriger, als wenn man eben sich nur über Ecken kennt und mal alle zwei Jahre miteinander redet. Ja, und das ist eben einfach so dieser Trick zu gucken, denke ich, dass man eben auch immer dicht beieinander ist. Hattet ihr schon mal den Fall, dass irgendwer eine Entscheidung getroffen hat, entweder ohne die Diskussion vorher oder entgegen der Diskussion, also das Ergebnis, was eigentlich abgestimmt wurde, aber er halt in der Situation irgendwie war, dass er da Dinge tun musste und dann eben sich nicht daran gehalten hat? Letzteres wüsste ich jetzt nicht. Da wird auch, glaube ich, schon respektiert, wenn wir was gemeinsam beschließen, dann ist das erstmal auch das Ergebnis. Es gibt bei uns aber sowas wie gewachsene Zuständigkeiten, dass zum Beispiel die Katja selber bestimmt, was sie wie und wann und so weiter bucht. Mhm. Und das ist auch sinnvoll so. Das kann ja gar nicht sein, dass sie das alles mit allen, jeden Buchungsvorgang besprechen muss. Geht ja gar nicht. Es ist aber jederzeit möglich, dass jeder andere da reinguckt, genauso wie bei mir, jeder andere da auch reingucken kann, um so eine gewisse gegenseitige Kontrolle zu haben. Und es kann auch jedes Thema von jedem in den großen Verteiler gegeben werden. Mhm. Angenommen, Katja würde irgendwas tun, wo ich sage, da fühle ich mich aber nicht wohl mit. Sehr, sehr aggressive Mahnungstexte zum Beispiel, wird nicht in unser Bild passen, das wir miteinander machen wollen. Dann kann ich sie das direkt fragen und hier würde ich mir anders vorstellen. Und wenn sie sagt, sie will das aber nicht ändern, weil sie sagt, das funktioniert nur so oder irgendwas, dann kann jeder von uns beiden das zum Thema für die große Runde machen. Und was da beschlossen wird, ist aber dann verbindlich. Okay. Und das ist so ein bisschen so dieser Weg. Ja, nee, meine Frage geht eher so in die Richtung, es gibt dann halt Momente, da muss man dann auch mal operative Entscheidungen treffen, von wegen, es geht jetzt gerade nicht anders, wir können nicht erst das groß diskutieren. Und dann, das wäre halt für mich jetzt so ein Ansatz, wenn ich überlegen müsste, wie würde ich das am besten trollen, um da Dissonanz reinzubringen. So, im normalen Leben nennt man das dann die Pappenheimer, bei dem immer wieder mal irgendwas schief geht, immer wieder irgendwelche Vorkommnisse sind. Und dann ist halt mal diese operative Entscheidung, morgen diese operative Entscheidung. Und irgendwie kriegt die Gruppe dann ein schlechtes Bauchgefühl bei dem einen oder bei dem anderen. Mhm. Also wir hatten sowas noch nicht wirklich, glaube ich. Das liegt aber auch daran, dass wir viel machen, um das Ganze sowieso schon zu entschleunigen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel so als ein simples Beispiel, wir haben früher uns öfter mal gezankt, welches Bild soll auf die Rückseiten der Etiketten? Und dann war der Drucktermin rückte näher und näher, wir mussten irgendwie was tun. Und die einfache Lösung ist, wir sind immer eine Produktion zu früh dran. Wir diskutieren also jetzt, was in 3 Monaten gedruckt wird. Und dann ist das völlig geschmeidig. Und ähnlich versuchen wir es mit sehr vielen Sachen zu machen. Also möglichst viel Zeitdruck daraus zu nehmen, um möglichst selten in die Situation zu kommen, jetzt sofort entscheiden zu müssen. Und manchmal gibt es das trotzdem, ne? Die Spedition ruft an und sagt, hey, ich bin jetzt gerade hier und da, die haben aber keine Ware, was soll ich jetzt machen? Soll ich weiterfahren, soll ich warten und so weiter? Mhm. Da muss man halt sofort. Ja. Und dann ist es echt einfach so eine Vertrauensgeschichte, ne? Wenn ich die Logistik meistens mache, dann werde ich hoffentlich das tun, was irgendwie für die meisten okay ist. Wenn nicht, kann es diskutiert werden, muss ich es nächstes Mal anders machen. Und wenn ich das aber 10-mal in Reihe mache, habe ich auch dann irgendwann ein Glaubwürdigkeitsproblem natürlich. Mhm. Aber zum Glück gab es das in der Form bisher noch nicht. Okay. Als Troll kannst du dem System eigentlich nur schaden, indem du eben in so eine Position kommst, in der du überhaupt so eine Entscheidungsfreiheit von der Allgemeinheit oder zugesprochen bekommen hast. Die hast du dann allerdings bekommen, weil du Vertrauen aufgebaut hast. Und du könntest es nicht tun, ohne dir selbst, sprich dem in dich gesetzte Vertrauen zu schaden.
Also ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, den Uwe so weit zu manipulieren, dass er ständig falsche Entscheidungen trifft oder schlechte Entscheidungen trifft. Also beziehungsweise das Gremium, Bier wird das gehen wahrscheinlich. Ja, aber nicht dauerhaft. Ich kann mich ja nicht dauerhaft betrunken halten, ja, dass du in der Hoffnung, dass du dann ständig besoffen bist und ständig für Premium Cola schlechte Entscheidungen triffst. Ja, also das wäre schwierig, ja, weil entweder sägen sie dich irgendwann ab, beziehungsweise gut. Gründen was Eigenes, das wird auch gehen. Genau, beziehungsweise die Leute um dich drumherum verschwinden. Aber letzten Endes, ich sage mal so, welche Person ich auch immer beeinflusse, wird aus dem Gesamtkonstrukt ausgeschieden. Oder wird aus dem Gesamtkonstrukt ausgeschieden werden. Und das ist die einzige Frage. Würde es passieren, bevor das Gesamtkonstrukt wirklich so stark geschädigt ist, dass es kaputt geht, dass es wirklich kaputt ist? Oder passiert es früher? Und ich gehe eher davon aus, dass es früher passiert, weil ihr auch gelernt habt aus den 13 Jahren und eben auch nicht nur ein Bauchgefühl habt, sondern auch belastbare Werte habt, wo ihr sagen könnt, okay, das sind Indikatoren, ja. Jetzt müssen wir anfangen zu handeln, gemeinsam handeln, ja. Sonst könnte, oder die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist relativ hoch, da müssen wir uns davor feiern. Also ich bin nicht der Einzige, der operativ Dinge tut, ne? Das wäre ja auch gefährlich, klar, für so ein Projekt. Also du könntest bei Anne oder bei Katja zum Beispiel genauso ansetzen, bei David, bei Eduard und so weiter. Das wird auch gehen. Aber du hast halt dadurch, dass es eben mehrere sind, hast du auch so eine Art gegenseitiges Korrektiv. Ja. Also wir nennen das Orga-Team und wir gucken dann schon, was der andere macht und sagen dann was dazu oder auch nicht. So. Und da ist also so ein gegenseitiges. Es gab aber durchaus auch Leute, denen es gelungen ist, aus diesem Orga-Team ein, zwei auf ihre Seite zu ziehen, die auch selber gerade in einer schwierigen Lage waren und wo es dann schon auch nicht mehr so klar abgegrenzt war. Und es ist auch nicht so, dass es immer eindeutig ist, ob eine Entscheidung jetzt richtig ist oder falsch. Es gibt auch Entscheidungen, die sind so ein bisschen Glaubensfrage. Oder das weiß man erst in 6 Monaten, ob das schlau oder doof war, das so zu machen. Und von daher glaube ich, dass es gibt schon so eine gewisse gegenseitige Absicherung, das stimmt. Aber das betrachtet jetzt ja auch nur den inneren Kern in Anführungsstrichen. Du kannst ja auch von außen auf die Reputation von so einem Projekt schießen. Du kannst ja alle möglichen Sachen erfinden und Belege faken oder irgendwas, dass wir heimlich im Keller, weiß nicht, 13-Jährige an die Heizung ketten und die müssen da die Flaschen bekleben oder irgendwas machen. So, und wenn das einigermaßen aber glaubwürdig klingt, dann kannst du doch Leute erreichen, die erstmal sowas glauben, ne? Die gar nicht hinterfragen, was sind das eigentlich für Typen, sondern ach klar, das sind Unternehmen, das sind eh die Bösen. Ja, und die sind doch alle gleich und die machen das doch mit Sicherheit und weiß ja nicht was alles. Also es gibt schon Möglichkeiten, glaube ich. Ich sehe auch mal die negativen Seiten, ne? Ja, ich stelle es mir halt, also ich meine, ihr habt, also von eurem aktuellen Standpunkt aus, nach 13 Jahren, stelle ich es mir schwierig vor, eure Reputation tatsächlich kaputt zu machen. Weil ihr einen gewissen Wert mitverkauft, also mit eurem logischer, wie eigentlich jede Marke, tragt auch ihr bestimmte Werte mit nach außen. Und dazu gehört unter anderem eben auch die soziale Verantwortung. Und euch da in irgendeiner Art und Weise diesen Ruf zu schädigen, würde ja bedeuten, dass ich behaupte, dass ihr Dinge tut, die gegen eure Überzeugung oder zumindest mal gegen das, also ich müsste behaupten, ihr seid alle Lügner und in Wahrheit ist es gar nicht so, ja, und ich habe hier jetzt 20 Lieferanten, ja, die mir alle bestätigen können, dass ihr knallharte Verhandlungspartner seid und hin und her. Also das müsste ich ja versuchen. Brauchst du nicht. Es reicht, wenn du das im Netz breit streust. Das hat schon Wirkung. Du musst es nicht mal belegen. Du kannst sogar sagen, dass du es nicht belegst, weil die Lieferanten nicht genannt werden wollen, weil die Angst haben sonst vor uns. Und du kannst es mit mehreren Namen auf verschiedenen Plattformen posten und dann mit dir selber diskutieren, damit es wie eine Gruppe aussieht. Ja, gut. Und das kannst du an die Zeitung schicken. Und die machen dann vielleicht sogar einen Bericht draus. Also es gibt schon Möglichkeiten. Ja, die gibt's. Die Frage ist, würde die Zeitung tatsächlich die Menschen erreichen, die das interessiert? Also, ich denke jetzt da zum Beispiel an den Heidelberger Zuckerladen. Ja, das ist ein Pärchen, die machen das schon seit etlichen Jahren und
Das ist ein super toller Süßigkeitenladen. Und ja, die machen auch regelmäßig solche Dinge, wie zum Beispiel Menschen aus dem Laden rausjagen, also freundlich rausjagen, die sich nicht an die Etikette halten. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich bei denen Premium-Cola kaufe oder kaufen könnte, ich weiß nicht, ob er das jetzt mittlerweile kann man mittlerweile. Ich hoffe es. Das ist gar nicht cool. Ja, also wenn ich mir vorstelle, dass ich bei denen Premium-Cola kaufe, ja, dann tue ich das entweder im Bewusstsein, dass ich Premium-Cola kaufe und dann weiß ich, was ich kaufe, oder ich kaufe eine von den Cola, die da bei ihm im Regal stehen, von denen ich weiß, die sind auf jeden Fall lecker und da ist irgendwas Tolles hinten dran, weil ich dem Menschen in gewisser Weise vertraue. Oder mir ist es einfach vollkommen egal, was es für eine Cola ist. Hauptsache, ich habe eine Cola. Ja. Wenn ich zur letzten Gruppe gehöre und nichts über das Produkt weiß, dann ist mir auch relativ, dann interessiert mich so eine Meldung in der Zeitung auch gar nicht. Mhm. Weil ich die, also das muss schon ein ganz großer Zufall sein, dass ich was Negatives über Premium-Cola am selben Tag lese, an dem ich auch einer Premium-Cola-Flasche über den Weg laufe. Du hast natürlich recht, dass eine Glaubwürdigkeit, die nicht nur auf Marketing basiert, sondern real umgesetzt ist, dass die relativ schwer zu treffen ist. Das ist ja auch Sinn der Sache, sage ich mal. Aber es ist trotzdem möglich. Also ich habe heute noch, kommen heute noch Fragen, ab und zu, nicht oft. So, ja, ich habe doch da mal vor 2 Jahren irgendwas gehört. Was war denn da dran? Von Leuten, die ich zum ersten Mal sehe. Okay. Und dann kann ich natürlich erzählen, so und so und so war das. Und das ist die Folge, unsere Perspektive ist die und jene. Und das war jemand der und so weiter. Aber es bleibt immer was haften. Wenn du mit Dreck auf jemanden wirfst, es bleibt immer was hängen. Und das gibt auch dann so eine Gerüchtegeschichte, ne? Habe ich mal gehört, die sind doch irgendwie nicht so cool und zack, 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 und so weiter. Also ganz, man kann es stabilisieren. Deswegen, das habe ich auch versucht, so ein bisschen darzustellen, dass es da gute Möglichkeiten gibt. Aber sicher ist man nie davor, glaube ich. Aber um nochmal das Bild mit dem Pentester zu bringen, ist es nicht so, dass ihr euch jetzt euren eigenen Troll irgendwie haltet, der ständig guckt, dass es alles funktioniert und stabil ist. Nee, der wird mit Sicherheit, der wird den Mitschnitt von hier mit Sicherheit angucken. Also ja. Hallo M. Ich glaube, der hat irgendwann einfach seine eigenen Prioritäten anders gelegt. Und hat, ohne jetzt Bezug auf das, was vorgefallen ist, zu nehmen. Also, ich persönlich sehe ab und zu, dass er was Kritisches postet, finde es gut. Also, ach so, okay. Und es ist, man muss auch sagen, es ist ja alles auf einer Ebene, die ist zwar oder kann zwar bedrohlich sein für die Reputation des Ganzen, aber ich wurde nie physisch bedroht, es wurde nie irgendwie bei mir eingebrochen, solche Sachen, also es ist alles irgendwie noch auf einer, sage ich mal, abstrakteren Ebene. Und letztlich ist das dann auch ein Ausdruck von Demokratie. Du kannst nicht mit 100% aller deiner Leute der gleichen Meinung sein, das geht nicht. Und da muss man dann auch mit leben, beziehungsweise ich finde es eher gut. Also wenn mir einer sagt, ey, das ist ja alles scheiße, was du da machst, und ich habe hier 50 Punkte, die ich alle scheiße finde, dann kann es sein, dass einer dabei ist, wo er recht hat. Und den muss ich finden, sozusagen. Also ich sehe das ganz mittlerweile ganz entspannt. Wir haben uns auch getroffen, er war beim Vortrag da, habe ich mir schon gedacht, als ich in seiner Region war, haben uns so ein bisschen ausgesprochen und so weiter. Also das ist alles irgendwie auf einem guten Level. Deswegen habe ich auch die Geschichte nicht hier nochmal genau erzählt, weil das die Zusage war. Aber vielleicht gibt es bald den Nächsten, ne? Der uns irgendwie... Und dann müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Aber jetzt fühlt es sich so an. Also vorher war ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Und irgendwie nicht gewusst, wie. Und jetzt habe ich so 2 Meter breite Schultern, ne? Also mal kommen. Hast du irgendwie ein, wie sagen wir, auch so ein Gefühl dafür oder... ja, noch ein Gefühl dafür, ob in dem Kollektiv oder wie viele in dem Kollektiv, sagen wir mal, 100% hinter der Sache stehen und wie viele sich, sagen wir mal, mit dem Konzept anfreunden, um halt irgendwie an Premium-Cola ranzukommen. Weil ich, also der Hintergrund ist der, dass ich auf dem Screenshot von deinem Mail-Client mir ein Name aufgefallen von jemandem, der mit Loscha, also die Clubmate-Hersteller, einen Exklusivvertrag für das ganze Bundesland hat. Nur über ihn Clubmate bestellt werden kann. Deswegen frage ich mich, wieso jemand dann sich mit so einem Konzept anfreunden kann, wo er plötzlich nicht mehr irgendwie der große Macker sein kann, sondern mal die Flossen stillhalten und sich irgendwie mit allem anfreunden, was ihm so entgegengesetzt wird. Also wir machen natürlich keine so Gesinnungsprüfung. Ne? Also wer jetzt reinkommt, der muss nicht irgendwie Lügendetektor-Test ablegen, dass er ehrenwerte Motive hat.
wenn jetzt jemand sich an anderer Stelle sozusagen krass daneben benimmt und irgendwie in der NPD ist oder so, klar, dann geht's nicht. Oder jemand macht absoluten Turbo-Kapitalismus und will dann bei uns irgendwie nett mitreden, das geht auch nicht. Aber wenn jemand in Anführungsstrichen ein normaler Kapitalist ist, der nicht mit Ausbeutung und irgendwie Kindern im Keller arbeitet, sondern normal, dann sind das ja die, dann sind das ja eigentlich die Leute, die wir auch ändern wollen. Das heißt, ich begrüße das sogar, wenn solche Leute dazukommen und versuche dann über die Interaktion mit denen auch in deren anderen Umfeldern was zu verändern. Doch, klappt das? Das klappt erstaunlich häufig. Also, dass da ein Nachdenkprozess zumindest in Gang kommt. Und irgendwann so ein, also manchmal kommen so nach 2 Jahren dann wirklich so Anrufe, wie geil ist das denn, was wir hier zusammen machen? Das habe ich ja jetzt erst verstanden. Wie stressfrei das ist, wenn man miteinander arbeitet, nicht gegeneinander. Und dann fangen die an, bei sich was zu ändern. Und in ihrem Rahmen und so. Aber da gibt's auch keine, sage ich mal, strategische Evaluation dafür, die auch keiner leisten könnte, rein von der Summe der Leute her. Aber das ist, also im ersten Moment, ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst, denke ich auch so, naja, passt nicht so ganz. Und eigentlich sind das aber die Leute, die wir auch erreichen wollen. Ne? Also das ist immer das Beispiel, wenn ich auf eine Antifa-Demo gehe und verteile da Antifa-Flyer. Super geil, alle einverstanden, super toll. Nichts geändert, ne? Hast du mal das Preaching to the Converted? Ja, ich bin jetzt auch kein Prediger, ne? Aber es ist also, wenn ich in der Normalwirtschaft was ändern will, ich will ja nicht nur cooler machen, ich will ja zeigen, dass Wirtschaft besser geht, damit andere das auch besser machen, nicht genauso wie wir, aber auch besser, dann muss ich auch mit denen reden. Ich fahre auch zu KPMG oder zu Bertelsmann und trage vor, ne? Dann ein bisschen anders natürlich, aber klar, ich will ja auch, dass die ins Nachdenken kommen. Ja. Das war ein großer Spaß übrigens bei KPMG, da habe ich das die erste Hälfte als Gründungskonzept erzählt. Ich plane in Zukunft so und so und so und dann werde ich so und dann habe ich das und das vor. Die Gesichter waren großartig. So, oh, wer ist das denn? Wie ist der hier reingekommen? Scheiße. Übrigens funktioniert das schon seitdem. Genau das. Das ist doch der Troll. Da war der Troll. Da hieß ich Bernd Liebermann, damit mich keiner vorher googeln konnte. Okay. Ja. Ich plane in Zukunft Cola zu verkaufen. Also ich bleibe jetzt so lange hier, wie ihr mich was fragt, ne? Ja, wir hoffen, du bleibst noch länger. Nicht so wirklich, weil um 9:30 geht mein Zug. Das kennt ihr doch von mir schon, dass ich immer auf der Durchreise bin oder Weiterreise. Ja, dann danke, dass du gekommen bist. Ich danke euch, hat Spaß gemacht.